Umsatz. Besonders beliebt, logischerweise, bei Altos Mallorca. An Nummer 2 die Türkei, Griechenland, die Kanaren und Ägypten. Die Türkei ist eines der volumenstärksten Destinationen mit einem deutlich zweistelligen Wachstum, einem deutlich ausgebauten Programm. Türkische Riviera. Also die türkische Riviera haben wir neu seit dem Sommer. Die Paloma Hotel ist drin, das sind 9 Stück. Club Norwin, auch von der Paloma, gibt es in Kusadassi, im ADB. Und auch das Hotel Finesse gehört auch zu Paloma. Und wir arbeiten zusammen seit 2024. Und das läuft sehr gut, obwohl die Hotels auch nicht so billig sind. Also wir sind sehr stolz, dass wir dort gut vertreten sind mit großen Kontingenten. Nicht mit 2013, aber mit großen Kontingenten, um Volumen zu machen. Türkische Riviera neu ist auch die Trendy-Kette, die wir genommen haben. War damals eine Exklusivität bei anderen Veranstaltern, jetzt ist es auch bei uns. Ich glaube, dass es wenig gute Verkaufsmodelle gibt in der Türkei, die wir nicht haben. Die gibt es gar nicht. Wir arbeiten natürlich nicht mit den Dujovers zusammen, das ist ja klar. Aber neu ist für uns, wir öffnen am 1. Mai unser erster Außenhotel in der Türkei. Der wird komplett, aber das kommt später. Das kommt später, ja. Okay, also Wachstumsversprechen haben wir uns vorgenommen für Ägypten und für Türkei. Und wichtig für uns ist, dass wir das wirklich einlösen. Auch wenn die Bedingungen, gerade was Ägypten angeht, vielleicht nicht ganz einfach waren. Wir hatten gerade in Ägypten, ganz kurz dazu, für den Sommer natürlich eine gewisse Buchungszurückhaltung. Bei Ägypten, ich habe das vorhin gesagt, eher kurzfristig gebucht wird. Es ist so günstig wie nie, preislich attraktiv. Wir haben uns trotz alledem, um den Familien entgegenzukommen und natürlich auch um für die ägyptischen Hoteliers was zu tun, nochmal eine Buchungsaktion für Ägypten für den Sommer, indem wir, verkürzt gesagt, den Flex-Tarif schenken. Das heißt, die Kunden können bei Buchung eine Ägyptenreise für den Sommer, also Abreise ab 1. Mai bis 31.10., bis 14 Tage vor Abreise kostenlos stornieren, ohne dass sie dafür einen Grund nennen müssen und ohne dass sie dafür einen Aufpreis bezahlen. Ist in der Buchung enthalten und eine Aktion, die wir während Corona auch für andere Destinationen hatten. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Das soll den Familien diese Planungssicherheit geben, zu sagen, okay, sollte sich der Konflikt nochmal verschärfen oder sollte irgendetwas sein, dann können wir bis 14 Tage vor Abreise kostenlos zurücktreten, ohne dass jemand dafür krank sein muss, sondern wir haben einfach mal launisch gesagt, keine Lust. Und das ist nochmal ein Buchungsanreiz, um eben auch denen über die Schwelle zu helfen, die unsicher sind, ob sie das wirklich im Moment wollen. So, dann haben wir noch ein paar Trends dabei.